Vatertag 2022. Für viele ist es die erste Feier mit vielen Menschen nach 2 Jahren Corona-Pause. Trinken ist ja auch kein Hobby mehr. Ne? Das ist ja, bei uns ist das schon fortgeschritten im Modus. Hey, komm her! Sie sollen mir jetzt einfach mal zuhören. Aber einfach mal unfair. Ruhig sein und hören, was ich sage. Ist das okay? Alkoholisiert werden die Kräfte natürlich gedanklich größer. Hannover, der Marschpark am neuen Rathaus. In der Vergangenheit kam es hier an Vatertagen immer wieder zu Schlägereien. Deshalb ist Polizeikommissarin Dana Dehne mit ihren Kolleginnen und Kollegen heute hier im Großeinsatz. Man geht schon davon aus, dass der Marschpark gerade auch sehr voll werden wird, weil eigentlich ist das immer so der Punkt gewesen hier in Hannover, wo man sich halt trifft, wenn man dann seine Tour beendet hat, sage ich mal. Aber was uns genau erwartet, schauen wir mal. Wir denken schon, dass jetzt gerade noch sehr, sehr wenig los ist, aber es ist ja auch noch früh. Erfahrungsgemäß dann so in den Nachmittagsstunden, Abendstunden wird es dann schon voller. Und dann gerade auch, wenn dann der Alkoholpegel steigt, dann könnte das vielleicht noch ein bisschen spannend werden. Wie überall im Norden am heutigen Vatertag. Auch in Hannover und der Region sind viele Partygruppen unterwegs. Die meisten ganz klassisch mit Bollerwagen. Henning? Dominik? René? René, für dich? Für viele ist es die erste Feier ohne Corona-Auflagen. Mit Freunden sein, Spaß haben, Freiheit. Also jetzt in den letzten 2 Jahren durch Corona hat man einige Einschränkungen gehabt halt. Also einfach den Tag genießen, das Wetter passt und Freunde treffen einfach so und so eine gewisse Tradition pflegen, so dieses Bollerwagen-Ding irgendwie. Ne? Das macht ja auch Spaß. Ne? Mitten im Freiluft-Partyzentrum liegt der Kiosk am Nordufer des Maschsees. Vincent Weidig und Stefan Herzli bereiten sich auf einen langen Tag vor. Es ist tatsächlich ein anstrengender Tag, ein wirklich anstrengender Tag, weil man ja viel mit Leuten zu tun hat, die dann doch eher ein bisschen angetrunken sind, die häufig sehr laut sind. Aber nichtsdestotrotz ist hier viel los. Wir hoffen, dass wir, wie gesagt, viel Bier verkaufen. Knapp 40 Kilometer entfernt am Steinhuder Meer. Ebenfalls ein beliebtes Ziel der Feiernden. Hier kümmert sich die Johanniter Unfallhilfe um Verletzte und Betrunkene. Annika Thombrink ist eine von 16 Einsatzkräften. Wir schauen mal, was so kommt. Also die Meinungen sind unterschiedlich, ob was kommen wird, ob viel kommen wird, weil jetzt 2 Jahre nichts gemacht wurde, ob es dadurch ein bisschen eskaliert oder so. Es ist immer noch so, dass circa insgesamt 1300 Personen sich in die Richtung hierher bewegen. 700 auf dem Weg, etwas über 500 an dem Ort Altensburg. Im Alter überwiegend jung erwachsen, augenscheinlich weniger Jugendliche. Die Stadt Wunsdorf hat extra eine Wiese für die Feiernden vorbereitet. Bis 18 Uhr darf hier gefeiert werden. Um 19 Uhr muss die Wiese wieder leer sein. Dann fällt der Polizei dieses Gefährt mit Blaulicht auf. Im Straßenverkehr ist es für Privatpersonen verboten, mit Blaulicht zu fahren. Da die jungen Leute nur auf dem Weg zur Festwiese sind, ist es in diesem Fall in Ordnung. Das Problem war jetzt, dass wir quasi mit dem motorisierten Rasenmäher gefahren sind, auf öffentlichen
Gelände so gesehen mit Blaulicht und dann war jetzt der Verdacht, dass wir jetzt was Illegales gemacht haben, haben wir jetzt gesagt, okay, dann prüfen wir das Ganze nochmal Sachverhalt. Es ist alles in Ordnung. Es war dadurch, dass das Fahrzeug maximal 6 km/h fährt, ist alles vollkommen legitim. Wir dürfen weiterfahren, wir dürfen das Blaulicht weiterhin anhaben. Es ist alles in Ordnung. Keine Straftat, alles gut. In dem Sinne darf gefeiert werden. Zurück am Maschsee in Hannover. Im Endeffekt geht es nur darum zu trinken. Es ist ein reines Spiel um Druckbetankung. Am Westufer beginnen Oliver Gerwe und Björn Rex von der Zentralen Polizeidirektion einen besonderen Streifendienst. Mit einem Boot sind sie heute auf dem Maschsee unterwegs. Alkoholisiert werden die Kräfte natürlich gedanklich größer. Und jeder versucht, irgendwie was Tolles noch zu machen oder mal zur Fontäne rüberschwimmen oder vom Tretboot springen. Und das hast du heute halt sehr extrem hier. Und darum sind wir da und gucken. An einem Steg roter Rauch. Ja, hier ist jetzt gerade so eine Rauchbombe hochgegangen oder was auch immer das genau war. Ich weiß es nicht. Wir haben es nur ein bisschen Quallen sehen. Jetzt müssen wir erst einmal gucken. Kurz mal mit den Leuten quatschen hier. Moin! Party machen und sowas ist alles in Ordnung. Aber so Geschichten wie hier mit jetzt Rauch und so ein Kram, ne? Das ist Quatsch, das machen wir bitte nicht. Ja? Habt ihr da noch mehr von, dann lasst die da irgendwo stecken. Und ihr steht in dem Nebel, das ist scheißgefährlich, dieses Zeug, wenn ihr das wegatmet. Also lasst den Kram, ne? Ihr könnt feiern, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ein bisschen was trinken, alles in Ordnung. Aber benehmen und so ein Dönigens lassen, okay? Dann viel Spaß. Er war höflich, er war vernünftig, er ist zurückgekommen, ist nicht weggerannt oder sonst was. Von daher ist das alles okay, das kann man so machen. Über den Musikgeschmack kann man sich streiten. Kann man streiten, ja. Ist jetzt nicht unbedingt meins. Auch 500 Meter weiter nördlich im Maschpark muss Kommissarin Dana Dehne mit ihrem Team das erste Mal einschreiten. Ich habe Ihnen doch nicht gesagt, ich wollte Sie nicht provozieren. Bis 22 Uhr. Ich wollte Sie doch nicht provozieren. Ich war nur telefonieren, wirklich. Ich habe doch extra nichts gemacht bei dem Pickel. Ich war doch normal im Netz, oder? Dieser Mann und seine Freunde sind den Mitarbeitern vom Ordnungsdienst der Stadt aufgefallen. Ihr Vorwurf? Sie haben in die Büsche gepinkelt. Das ist im Park nicht erlaubt. Zudem soll der Mann die Mitarbeiter der Stadt provoziert haben. Deshalb haben sie ihm einen Platzverweis erteilt. Der Mann bestreitet das und will nicht freiwillig gehen. Einen Platzverweis notfalls mit Gewalt durchsetzen, das darf nur die Polizei. Ich habe nichts gemacht. Naja, die Kollegen haben Ihnen das ja gerade schon erzählt. Ich habe, Sie sehen doch selber, ich bin zum Telefonieren rübergegangen. Davor haben die aus meiner Gruppe Leute beim Windpinkeln erwischt. Und weil ich Richtung zu dem Busch gegangen bin, wurde ich dann deswegen auch angehalten. Ich habe doch nichts gemacht. Die Kollegen vom Ordnungsamt haben Ihnen das jetzt öfter erklärt. Aber nein, haben Sie nicht. Letztendlich haben Sie aber jetzt die Entscheidung. Sie haben aber wegen entschieden, was? Aber Sie wegen haben was? Weil ich in den Busch gegangen bin? Ich war in der Situation nicht dabei. Aber Sie waren doch, werden doch den Grund erklären, haben. Sie hören, mir jetzt mal bitte einmal zu. Die Kollegen werden Ihnen gerade erklärt haben, warum. Und wenn, nein, Sie es, Sie ja, wenn Sie es nicht verstehen, dann tut es mir leid. Sie sollen mir jetzt einmal zuhören. Provokation. Ich war nicht in dem Sachverhalt dabei. Die Kollegen sind. Sie sollen mir jetzt einfach mal zuhören. Aber es einfach ist doch mal unfair. Ruhig sein und hören, was ich sage. Ist das okay? Ist unfair. Ich habe doch nichts gemacht. Hallo. Die Kollegin bitte auswählen. Letztendlich ist es auch egal. Wir brauchen noch gar nicht diskutieren. Wir schreiben uns jetzt die Personalien auf. Der Platzverweis wurde ausgesprochen von jetzt an für den Bereich Maschpark bis heute 22 Uhr. Wenn wir Sie noch mal antreffen sollten, dann gehen Sie ins Gewahrsam. Dann nehmen wir Sie mit. Aber warum? Ich habe die Kollegen doch haben es Ihnen doch warum machen Sie denn nicht auf mich? Ich bin doch keiner, der irgendeine Scheiße macht. Kann man sagen? Ja, können Sie bitte mir noch einmal sagen, warum? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, klar, es bleibt beim Platzverweis. Die Diskussion ist jetzt auch beendet. Sobald Sie Ihren Personalausweis jetzt wieder haben, verlassen Sie den Marschpark. Bis heute 22 Uhr treffen wir Sie heute nicht mehr an. Wir sind die Handlanger von den Bullen. Aber Platzverweis bedeutet auch, dass man jetzt nicht im ganzen Bereich nicht mehr, ne? Beim nächsten Mal antreffen, dann wie gesagt, nehmen wir dich mit. Und gerade ist es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger, wenn solche Maßnahmen durchs Ordnungsamt getroffen wurden. Und natürlich dann wir auch gefragt werden, warum wir das jetzt durchsetzen sollen oder nicht. Ist natürlich schwierig, wenn wir nicht dabei waren. Aber das ist halt die klassische Situation. Diskutiert wird eh immer viel. Aber letztendlich, wenn der Platzverweis ausgesprochen wurde, dann setzen wir das halt durch. Und da muss man halt gucken, dass man ein bisschen den Leuten das erklärt, versucht zu erklären. Aber in dem Sinne hat es jetzt ja auch scheinbar geklappt. Und dann schauen wir mal.
Tschüss. Zurück am Steinhuder Meer. Diese Gruppe zieht seit Jahren zusammen an Vatertag los. Wir hatten vorhin einen Rollator, den wir umgebaut haben. Ja, von seinem Opa, der hat ihn gespendet. Und dann haben wir uns halt gedacht, jetzt muss halt irgendwann mal ein richtiger Krankenwagen her. Vor 2 Wochen haben sie angefangen, ihren neuen Wagen zu bauen. Also wie eine Vorstellungsrunde. Waren halt so 200 Euro, die man mal eben schnell investiert hat, ne? Aber naja, was tut man nicht alles, ne? Für einen Tag ein bisschen Randale machen. Annika Thombrink und ihre Kollegen und Kolleginnen sind heute ehrenamtlich im Einsatz. Wir schauen jetzt so mal nach, ob irgendwer schon ziemlich am Boden liegt oder ob irgendwer verletzt ist. Einfach mal alles im Blick behalten. Wenn jemand nicht mehr reagiert oder ansprechbar ist, schreiten die Sanitäterinnen und Sanitäter ein. Doch dieser junge Mann scheint gut betreut zu sein. Direkt neben der Wiese ein erster Einsatz bei einem 19-Jährigen. Ich weiß es nicht, auf dem Weg hierher, auf dem Weg, wo alle waren. Da wurde so Pfefferspray gesprüht und ich bin reingelaufen. Jetzt ist alles rot und es brennt auch sehr dolle. Ja. Na, guck mal nach unten. So, und jetzt wische ich das mal so ein bisschen raus. So, nochmal, ne? Das gibt ja, einmal geht noch. Aber es brennt auch nicht mehr, ne? Nee, das geht gerade richtig gut ab, ehrlich gesagt. Also hätte auch schlimmer sein können. Ja. Also er hätte sich auch hinfallen, stürzen können, ne? Weil die Pfefferspray, das reizt schon ziemlich sehr. Und das beeinträchtigt auch die Sehkraft dabei auch manchmal. Hannover Maschsee, Nordufer. Am Kiosk von Stefan Herzlieb. Schon das 5. Mal muss er heute Biernachschub holen. Einerseits gut. Andererseits weiß auch er, dass die Stimmung schnell kippen kann. Noch okay, aber gibt ihm noch eine Stunde oder so, dann schwenkt es um vielleicht. Mit Herz. Klein? Okay, und ein großes brauche ich noch. Und alle anderen wollen auch Bier. Ja. 4 Euro bitte. Der Himmelfahrtstag ist für die beiden einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. 3, 4 für den ersten. Dankeschön. Was so? Ja, wie erwartet, heute Vormittag war es relativ ruhig. Und jetzt gehen die Vorräte langsam zu Ende. Und jetzt müssen wir den Zapfhahn eigentlich kaum noch ausstellen. Jetzt ist der Durst dann doch noch da. Und Ein kleines Bier. Noch ein kleines Bier. 200 Meter weiter die Maschseestreife. Oliver Gerwe und Björn Rex sind mit dem Boot oft schneller vor Ort als die Streifen an Land. Oder hier in Maschsee ist das Baden verboten, außer in dem dafür vorgesehenen Bereich. Wir können jetzt mal kurz mit ihm sprechen, fragen, was der Grund war, warum er unbedingt hier rein musste. Kein Schwimmen, ne? Ja. Na ja, gut. Lassen wir ihn laufen. Mit sowas hat man dann halt zu tun. Ne? Bisschen alkoholisiert, übermütig, wird nochmal schnell reingesprungen. Dann entdecken die Polizisten einen Mann sehr nah am Wasser, dem es scheinbar nicht gut geht. Oh, er lebt ja doch noch! Alles gut mit ihm? Ansprechbar ist er, aber offenbar stark betrunken. Ja, ganz alt wird er heute nicht mehr. Also wir behalten ihn natürlich jetzt ein bisschen im Auge. Es ist jetzt nicht, dass wir wegfahren und nach uns die Sintflut, das nicht. Wir fahren jetzt hier enger im Kreis, gucken in 2 Minuten nochmal und sehen dann, wie es ihm geht. Aber er ist nicht alleine, seine Kumpels kümmern sich jetzt erstmal um ihn.
Ja, hier ist natürlich ein bisschen entspannter, ne? Also wir haben eine gewisse Distanz und wir haben ein anderes Auftreten. Die Kollegen draußen an Land müssen natürlich ein bisschen robuster auftreten, haben eine andere Präsenz, weil die natürlich viel direkter dran sind an den Besuchern heute, ne, vom Maschsee. Mit wie vielen Kräften die Polizei heute im Einsatz ist, verraten sie nicht. Dana Dehne weiß aus Erfahrung, je mehr Alkohol getrunken wird, desto größer ist die Gefahr für körperliche Auseinandersetzungen. Unsere Taktik ist eigentlich jetzt bereit sein, offenes Auge haben, offenes Ohr haben. Man kann es manchmal schon ein bisschen sehen. Irgendwie so ein bisschen sieht man halt, wenn die Stimmung kippen könnte. Das haben wir halt im Blick und sobald wir halt ja, meinen, es ist soweit, dann gehen wir halt einmal hin. Auch wenn wir einmal zu wenig da sind, dann waren wir wenigstens da und dann schauen wir mal. Meistens, wenn sie sehen, dass wir kommen, gehen sie auseinander. Aber wenn es wirklich was Ernstes ist, sage ich mal, dann ist denen das auch total egal. Und dann wissen wir, dass wir da richtig sind. Fragt mal, wenn ihr das gleich macht, genau nach dem Grund, dass ihr ihnen den Grund dann nochmal genau nennen könnt. Ne? Schon wieder diskutiert eine Partytruppe mit dem Ordnungsdienst. Macht die Kamera aus! Plötzlich fällt ihr ein alter Bekannter auf. Eiche 71 und 2022. Und zwar geht das hier um die Person, die von uns bzw. vom Ordnungsdienst ja, vor 15 Minuten circa einen Platzverweis bekommen hat. Diese ist jetzt wieder hier. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir den neuen hier gleich mal brauchen mit 9.1. Ich verstehe es nicht. Ich habe doch mit ihm geredet, ich habe nichts gemacht. Kamera weg. Ja. So, einmal anhalten. Das war. Wir haben gesagt, wenn wir sie nochmal wiedersehen, geht's für sie mit. Das werden wir jetzt umsetzen. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Fahrzeug und dann klären wir da alles weitere. Einmal hier rechts rum. Ich gehe jetzt. Ja. Ich gehe jetzt. Alles gut. Nee, sie kommen jetzt mit zu unserem Fahrzeug und dann klären wir das erstmal. Kommen wir rüber. Und nur, weil ich Richtung Busch gegangen bin. Ich bin zum Busch gegangen, nicht mal in den Busch rein, an den Busch, ja, hatte mein Telefon in der Hand. Wie gesagt, du kannst es mir auch noch 20 Mal erklären, das ist mir letztendlich egal. Du hast also ist Ihnen bekommen. Egal, dass ich nichts gemacht habe? Du hast einen Platzverweis bekommen, du bist nicht gegangen, du bist wiedergekommen. Das heißt für uns, wir nehmen dich mit zur Dienststelle. Aber für was habe ich denn einen Platzverweis? Deswegen warten wir jetzt hier, bis du zur Dienststelle verbracht Sie sagt doch nichts, außer dass diese Ordnungsdings da... Wir haben dich ausreden lassen, dass sie doch auch mal ausreden. Genau, du hast es jetzt aber gehört und mehr brauche ich auch gar nicht sagen. Wir warten jetzt hier, bis du mich abholt wirst gleich von den Kollegen und dann fährst du zur Dienststelle. Für den jungen Mann heißt das jetzt, er kommt zunächst mit auf die Wache, in Polizeigewahrsam. Junge, die wollen mich mitnehmen, Digga! Er hat immer noch gegen den was? Du sagst doch gegen was? Du bist nicht mal viel älter als ich. Du bist viel zu viel älter als ich. Ja, dann checkst du doch, dass ich nichts gemacht habe, Digga. Aber wegen was? Wegen was, Nachui? Ich stehe Nachui, wegen was? Aber wegen was, Platzverweis? Können Sie mir einfach so, können Sie mir am EG den Topplatz, einfach so, wenn ich da lang gehe, einen Platzverweis verteilen? Nein, Sie mir scheißegal. Fass sie mich nicht an. Wir haben es Ihnen jetzt mehrmals erklärt. Irgendwann reicht es doch mal. Und wenn die Hände hier noch weiter aufkommen, dann kriegen sie auch gleich einmal Handfesseln um. So. Ja, das ist guter Bruder, was ist das, ja? Ich haue nicht ab. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Chillen Sie mal. Ich chille. Ich bin hart am Chillen. Für ihn ist die Party erst einmal zu Ende. Warte, warte hier noch mal kurz. Ich komme jetzt mit den beiden mit, ne? Hast du mit bei der Arme? Habt ihr alles eingepackt, ne? Und letztendlich ist ja auch genau das so ein bisschen das Präventive, die präventiven Maßnahmen durch uns, dass wir im Vorfeld schon Personen, die vielleicht negativ auffallen, die irgendwie schon stören, dass wir die direkt hier frühzeitig schon aus dem Bereich herausbekommen, sage ich mal, sodass wir vielleicht dadurch halt gar keine große Eskalation am Ende des Tages haben noch. Zurück am Steinhuder Meer. Die Feierwiese ist gut gefüllt. Die Johanniter wurden zu einer jungen Patientin gerufen. Ein 16-jähriges Mädchen soll sich in einer der aufgestellten Toiletten übergeben haben. Alles in den Film, was wir. Ja, ich mache nur Toilette und eine Abwechslung. Die Sanitäterinnen und Sanitäter messen Blutdruck und geben ihr Wasser.
Für die Jugendliche ist die Feierei vorbei. Die Eltern kommen zum Abholen. Ich möchte sagen, es ist auch so ein bisschen Corona geschuldet. Die kennen das alles nicht. Ne? Die fangen jetzt an, sich auszuprobieren und so. Und um diese Uhrzeit ist das schon ein sehr typisches Bild dafür. Am Rande der Wiese werden die Johanniter zu einem betrunkenen Mann gerufen. Er ist kaum ansprechbar, kann nicht mehr gerade sitzen. Ein Fall für den Krankenwagen. Also die sollten, auch wenn sie so sind wie der junge Mann, halt, da muss immer jemand dabei sein, der quasi reagieren kann, wenn er dann bewusstlos wird oder gar nicht mehr reagiert. Zur Sicherheit kommt der Mann ins Krankenhaus. Auf dem Maschsee ist ein Boot gekentert. Die Helfer der Maschseeaufsicht sind schon da. Und man weiß halt am Anfang ja nie, wie ist die gelandet in dem Wasser. Ne? Liegt die vielleicht unter dem Segel oder hat die den Mast oder sowas auf den Kopf gekriegt und ist jetzt bewusstlos und liegt irgendwo so im Wasser, dass sie eben halt Kopf unter Wasser ist. Erst mal gucken. Die kennen das hier ja, ne? Von der Maschseeaufsicht. Die wissen da schon eher, was zu tun ist, aber ein bisschen unterstützen zur Not. Vor allem vielleicht einfach die Stelle ein bisschen absichern, ne? Jetzt mit den Tretbootfahrern hier und sowas. Wichtig ist erstmal, dass die Leute halt irgendwie gesichert werden. Alles gut? Oliver Gerwe möchte noch einmal nach dem Betrunkenen am Ufer schauen. Ihn haben wir jetzt auf der Bank liegend gefunden. Vielleicht stupsen wir ihn mal kurz an, gucken, was er sagt. Und fragen mal seine Kumpels, was sie glauben, wie lange sie ihn da liegen lassen können. Ich lege wieder über den Bug an. Da ist er wieder. Alles gut? Ich möchte nur verhindern, dass du irgendwo auf der Bank liegst, einpennst und dir dann irgendwie Erbrochenes hinten in den Rachen. Der Mann zeigt sich einsichtig und versichert, dass seine Freunde gut auf ihn aufpassen würden. Im Maschpark. Anscheinend hat es eine Prügelei gegeben. Die Lage ist unübersichtlich. Polizeikommissarin Dana Dehne versucht mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die Gruppe zu sortieren. Bald ist klar, dieser Mann soll versucht haben, mehrere Personen anzugreifen und zu schlagen. Wenn du gleich frei bist, kannst du schon mal gerne zu uns kommen. Was ist denn das Schwuchtel, Digga? Ja, was? Was? Ja, reicht jetzt. Was? Reicht jetzt. Was, Digga? Reicht jetzt. Deine Mutter, Junge. Beruhig dich, sonst gehst du wieder auf den Boden. Juck mich doch nicht, Digga. Beruhig dich. Was hab ich gemacht? Gar nichts. Du sollst dich beruhigen. Dein Vater ist ein Schwuchtel. Beruhig dich. Junge, ich hab nichts gemacht, Digga. Da hab ich voll. Der Vater ist ein Schwuchtel. Junge, hör auf, dich zu wehren, sonst geht's wieder runter. Halt's Maul, Junge, juck mich doch nicht. Ich hab nichts gemacht. Beruhig dich. Halt's Maul, ich hab nicht mal was gemacht. Was ist los? Nimmt er mir die Mische aus der Hand, zerdrückt die, wirft die weg. Ich sag, Junge, was machst du? Kommt auf mich rauf, will mich irgendwie packen, dann habe ich ein Bein gestellt, umgeschubst, dann kam der Herr schon, hab mich weggezogen. Ganz kurz, wer sagst du, wer ist dein Kumpel? Er im Dunkeln? Alle meine Kumpels waren genau daneben. Die waren alle und wer wurde von ihm angemacht? Er im Dunkeln. Er wurde angemacht, okay. Und.
Das ist vegan. Das ist warm oder so. Das ist ein Typ mit Sonnenbrille und Bier und Zigarette. Der Mann ist so betrunken, oder der Junge? Na gut, aber kann er sein. Besoffener Mitbürger hat mich angegriffen, ich habe ihn zu Boden geworfen und das war's, dann hat der Herr mich schon weggezogen. Also nichts Großes eigentlich, aber wenn man zu viel trinkt, passiert das. Halt, Junge! Der Mann kommt erst einmal in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff. Setz dich hin! Du warst gut! Halt deine Fresse, du Hurensohn! Gut! Bitte geh nicht weg! Bitte geh nicht weg, du Hurensohn! Halt deine Fresse! Du warst genau wie er mit dir. Bilanz am Ende: Sowohl der Randalierer als auch zwei Beamte werden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Keine Ahnung, was mit ihm jetzt genau ist, aber ich denke mal jetzt auch, man wird da nochmal auch vor allem pusten lassen natürlich, um zu gucken, ob es vielleicht noch an anderen berauschenden Mitteln liegen könnte, dass er vielleicht so hochgefahren ist, aber ja, für den Moment ist das natürlich nicht so gang und gäbe, was man so hat. Ne? Das war schon jetzt dann direkt eine krassere Nummer, sage ich mal. Kurz vor sechs am Steinhuder Meer. Das Ende der Feierei. Ich weiß nicht, ob ich dich schon gefragt habe. Ja. Darf der Foto mit mir? Okay, Entschuldigung. Also zu 18 Uhr Musik aus, ne? Und für euch schon mal für den Hinterkopf, um 19 Uhr ist hier auf die Wiese räumen. Mehr als 1000 Feiernde auf einer Wiese. Kaum Einsätze für Polizei und Johanniter. Ein ruhiger Vatertag am Steinhuder Meer. Ja, es ist auf jeden Fall nach Corona mal wieder was anderes, die Leute so feiern zu sehen und so viele Leute auf einem Haufen zu sehen. Aber die Leute haben alle Spaß dran, deswegen ist die Stimmung, denke ich, auch soweit sehr gut. Und von daher ist es dann auch schön, wenn es friedlich verläuft, dann ist das für uns auch ein guter Tag. Fazit der Polizei auch in Hannover. Es blieb deutlich entspannter als in den Jahren vor Corona. Ja, es war mal wieder, ich denke, ich kann da für alle Kollegen sprechen, schon ein spannender Einsatz auf jeden Fall. Mal wieder ein bisschen Abwechslung, auch mal ein bisschen, dass wieder ein bisschen Action war, ein bisschen was passiert ist. Aber ich denke trotzdem, unterm Strich ist es relativ ruhig gewesen noch. Die allermeisten Menschen haben friedlich den Vatertag gefeiert.